Ja, wir haben jetzt eine Neuheit hier bei Pearl TV. Finden Sie hier als Vorpremiere, ist erst im kommenden Katalog zu finden. Aber hier bei uns sehen Sie die Neuheit jetzt schon und das natürlich auch zum fantastischen TV-Sonderpreis. Und das kann ich Ihnen wirklich mal empfehlen, immer mitzunehmen, denn es geht um einen KI-Echtzeit-Sprachübersetzer. Und der ist wirklich richtig praktisch und der kann auch gerade mal bei der Verständigung helfen. Also ich persönlich würde den immer mit in den Koffer packen. Ein KI-Echtzeit-Sprachübersetzer. Was um alles in der Welt ist das denn? Wir werden es Ihnen zeigen, aber es geht natürlich für viele jetzt vielleicht auch in absehbarer Zukunft mal wieder einmal rund um die ganze Welt. Mitunter ist da aber nicht das größte Problem, dass man vergessen hat, die Sonnencreme einzupacken, sondern schlicht und ergreifend die Verständigung. Wie gut ist Ihr Englisch? Können Sie Spanisch, Französisch, Italienisch? Sind Sie im Chinesischen einigermaßen firm? Meins ist ein bisschen eingerostet. Spaß beiseite. Normalerweise packen Sie natürlich immer diese großen Wörterbücher ein oder mitunter auch mal hier diese Reiseführer und so weiter. Da steht dann guten Tag, vielen Dank oder auf Wiedersehen mitunter mal drin. Wenn Sie mich persönlich fragen, hat das mit einer vernünftigen Kommunikation nicht wirklich was zu tun. Aber Kommunikation ist eben das A und O. Und ich glaube, das wird den einen oder anderen wirklich weiterbringen, einfach mal einen kleinen Simultanübersetzer in der Tasche zu haben. Wenn ich sage klein, meine ich das auch. Der ist wesentlich kleiner als mein Smartphone aktuell und sogar noch etwas leichter. Ja. Und funktioniert wie ein Echtzeit-Sprachübersetzer und kann hier insgesamt in 136 Sprachen übersetzen. Und natürlich auch von diesen 136 Sprachen wieder zurück in Ihre Heimatsprache, das heißt mal ins Deutsche beispielsweise. Und um Ihnen das mal zu zeigen, was das bedeuten kann, machen wir das jetzt ganz einfach mal. Von der Bedienbarkeit her, ähnlich wie Ihr Smartphone auch, eine Touch-Oberfläche. Und wenn Sie jetzt hier mal eine Übersetzung haben möchten, drücken Sie ganz einfach auf diesen Chatverlauf sozusagen. Und jetzt können Sie hier im unteren Teil, ich hoffe, Sie können sie erkennen, auf zwei Touch-Buttons, ein roter und ein blauer, entweder vom Deutschen, ich habe jetzt mal Englisch eingetragen, ins Englische übersetzen, oder vom Englischen natürlich auch wieder zurück, denn Kommunikation ist das eine Frage stellen, eine Antwort bekommen ist das eine, aber vielleicht dann ganz einfach auch mal zu verstehen, was denn da gesagt wird, ist etwas anderes. Gehen wir das Thema mal an, nehmen wir mal an, wir reisen mal in ein englischsprachiges Land, machen wir mal eine schöne Städtereise nach London und jetzt steht dir jemand gegenüber, dein Englisch ist so ein bisschen eingerostet und du möchtest eine Kommunikation führen. Jetzt geht das so, schon. Oder aber sie machen das ganz einfach mit ihrem Übersetzer. Guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie geht es Ihnen? So, ich habe es jetzt hier mal reingesprochen. Hier ist übersetzt. I'm very happy to be here. How are you? Ja. So, das Ganze war jetzt vom Deutschen ins Englische. Cool. Und jetzt steht Ihnen jemand gegenüber, der ist ähnlich höflich wie Sie auch. I'm fine, thank you. It's a pleasure to have you here. Mir geht es gut. Danke schön. Es ist eine Freude, Sie hier zu haben. Sehen Sie? Und schon haben Sie das Eis gebrochen und schon sind Sie mittendrin in einer Kommunikation. Ja, das geht jetzt hier vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche. Das würde auch vom Deutschen ins Spanische, ins Italienische, ins Asiatische gehen. Bei 136 Sprachen sind Sprachen dabei, die habe ich persönlich noch nie gesprochen, gehört. Soweit, so gut. Jetzt haben Sie dann natürlich eine entsprechende Kommunikation mit einigen Höflichkeitsfloskeln. Mitunter kann es auch ein bisschen enger werden, dass man beispielsweise mal Folgendes sagen muss. Können Sie mir sagen, wo ich die nächste Apotheke finden kann? Und wieder kriegen Sie die Antwort in der entsprechenden Sprache. Ja, wenn Sie mal eine Kopfschmerztablette brauchen oder mal irgendetwas anderes, dass Sie ganz einfach mal einen Arzt, eine Apotheke oder sonst irgendwas suchen. Soweit, so gut. Das können andere Sprachübersetzer bei uns im Programm zugegebenermaßen auch. Ich finde die Sprachausgabe hervorragend und die Geschwindigkeit überzeugt. Jetzt haben wir Ihnen verraten, dass wir hier also auch noch eine sogenannte künstliche Intelligenz mit drin haben. ChatGPT ist ja da ein sehr viel zitiertes Programm, quasi momentan in allen Nachrichten eigentlich nicht mehr wegzudenken, aus unserem klassischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Ja. Und diese künstliche Intelligenz, dieses ChatGPT, kann das, was auch ein Reiseführer kann, nur wesentlich zuverlässiger. Und jetzt müssen Sie nicht extra eine Tour buchen, um beispielsweise mal ein paar Sehenswürdigkeiten in London zu finden. Das können Sie jetzt ganz einfach Ihren Sprachübersetzer mithilfe der künstlichen Intelligenz fragen. Und genau das mache ich jetzt auch einfach mal. Sie gehen auf das ChatGPT und machen einen neuen Chat auf. Und machen wir jetzt mal Folgendes. Welche Museen gibt es in London? Jetzt rechnet er kurz und jetzt gibt er mir genau die Antwort vor. Und die Antwort habe ich jetzt natürlich auch. In London gibt es viele Museen. Hier sind einige der bekanntesten. Das Britische Museum, das National Museum,
Tale Gallery, oh Gott, ist das viele, Science Museum und so weiter und so weiter. Im Prinzip super. All das, was momentan gängig ist, wird Ihnen jetzt hier mittels künstlicher Intelligenz rausgegeben, sodass Sie sich ganz einfach mal eine sehr, sehr schöne Museumstour beispielsweise heraussuchen können. Im letzten steht noch, das sind nur einige Beispiele. Es gibt noch viele weitere Museen in London, darunter das Museum of London, das Design Museum und. So, jetzt haben Sie sich für ein Museum entschieden. Britisches Museum soll mit das Schönste sein, ja mit englischen Reliquien und so weiter. Wie spät ist es denn eigentlich? Haben wir noch eine Chance? Schaffen wir das noch? Haben die überhaupt geöffnet? Ja. Keiner weiß es so wirklich. Jetzt können Sie natürlich versuchen, im gebrochenen Englisch oder mit dieser Hilfe da anzurufen und zu erfragen, wann haben die auf? Wieso fragen Sie nicht ganz einfach mal Ihren Echtzeitsprachübersetzer? Öffnungszeiten vom Britischen Museum in London. Jetzt rechnet er wieder. Ja, und jetzt müssten Sie eigentlich auch schon das Ergebnis haben. Sie sehen es vor mir. Das Britische Museum in London hat normalerweise folgende Öffnungszeiten. Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Bitte beachten Sie, dass die Öffnungszeiten aufgrund von Feiertagen oder besonderen Ereignissen sich ändern können. Es wird empfohlen, vor dem Besuch die offizielle Webseite des Museums zu überprüfen, um sicherzustellen, dass an dem gewünschten Tag das Ganze geöffnet ist und so weiter. Aber Sie haben auch hier natürlich die Öffnungszeiten übrigens täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das heißt, wir hätten jetzt um diese Zeit ohne weiteres noch die Chance, uns mal ein bisschen was anzuschauen. Jetzt können wir ins Britische Museum fahren. Wir wissen, die haben noch geöffnet. Jetzt wollen wir aber auch mal im Museum selber vielleicht mal die ein oder andere Information abfragen. Da steht mit Sicherheit was drauf. Du könntest es jetzt ins Englische übersetzen lassen mit dem Übersetzer oder du fragst einfach mal die künstliche Intelligenz, beispielsweise nach folgendem. Wie viele Edelsteine hat die britische Krone? Jetzt rechnet er wieder und dann guckt er in seiner Datenbank nach und jetzt gleich werden wir das entsprechende Ergebnis bekommen. Die britische Krone, auch bekannt als Imperial State Crown, enthält insgesamt 2.868 Diamanten, 269 Perlen, 17 Saphire, 11 Smaragde und 4 Rubine. Zu den bekanntesten Edelsteinen in der Krone gehören der Cullinan der Zweite, auch bekannt als der große Stern von Afrika, der zusammen mit Cullinan und so weiter. Nicht also schlecht. Eine komplette Enzyklopädie sozusagen an dem, was man normalerweise von einem Reiseleiter in Erfahrung bringen kann. Sie sehen, das passiert jetzt hier in London. Sie können genauso gut nach Paris reisen, Sie können nach Peking reisen, völlig egal, wo Sie sich auf der Welt aufhalten. Und das Schöne ist, Sie werden eine entsprechende Kommunikation finden. Anderes Thema, gesprochene Worte. Ich habe hier mal Griechisch. Kann das einer von euch? Nein, leider nicht. Nee? Nee, nicht möglich? Das ist ja nicht mal unsere richtige. Ich sehe nur 8. 8 verstehe ich. 8? Ja. Muss also irgendwas mit 8 sein. Können 8 Fahrräder sein, 8 Eis oder irgendwas anderes mit 8? 8 Leute. Wir übersetzen das ganz einfach mal aus dem Schriftlichen in einen festen Text, sodass wir sehen können, was da eigentlich geschrieben steht. Dafür gehe ich hier bei dem Gerät auf die entsprechende Kamera und fotografiere das ganz einfach mal ab. So, zack. Und jetzt wird er mir das entsprechend übersetzen. Und gleich wissen wir, was da im Griechischen geschrieben steht. Und zwar in deutscher Sprache so, dass wir es entsprechend erkennen können. Da kommt fertig. Das Ergebnis. Wir laden Sie heute Abend ein. Kostenlose Getränke. Du kannst das Ganze genießen. Auch ein Performance-Künstler wird dabei sein. Heute Abend Beginn um 20 Uhr. Ach, also ja. Freie Getränke. Nach dem Museum gehen wir. Ja, nach dem Museum fliegen wir nach Griechenland und haben den Performance-Künstler um 8 Uhr im Hotel. Wer kennt das sonst verpassen? Ja. Wäre doch schade gewesen. Steht, ach, keine Ahnung, was ist das? Das sind nur einige kleine Beispiele von dem, was unser neuer Echtzeitsprachübersetzer mit künstlicher Intelligenz so kann. Ja. Das geschriebene Wort, das gesprochene Wort und alle Informationen rund um die Sehenswürdigkeiten vor Ort kann der Ihnen ganz einfach auf dem Silbertablett servieren. Ich halte das für ein unverzichtbares Gut in jedem Urlaub. Neben einem Auslandskrankenschein und Ihrem Reisepass sollte sowas immer mit dabei sein. Ja, richtig klasse. Natürlich auch die Akkulaufzeit hier, 6 Stunden. Das ist wirklich fantastisch. Aber natürlich haben wir jetzt auch noch ein passendes USB-Netzteil Ihnen gezeigt. Damit laden Sie nämlich hier Ihren KI-Echtzeitsprachübersetzer wieder auf. Und Sie kennen es bestimmt auch. Sie arbeiten wahrscheinlich auch schon täglich mit der künstlichen Intelligenz. Und das jetzt einfach mitnehmen im Sprachübersetzer, das finde ich wirklich hervorragend. Da hat einfach mal jemand mitgedacht. Deshalb bestellen Sie hier direkt zum TV-Sonderpreis unsere Neuheit hier bei Pearl TV für 75,99 € mit der Bestellnummer der ZX5531 und der 569 und 136 Sprachen. Das ist wirklich sagenhaft. Ich wusste echt nicht, dass es so viele gibt. Ja. So, jetzt sind wir in Paris angekommen. Okay. Also, gibt es auf dem Eiffelturm ein Restaurant? Mein perfektes Französisch wird folgendermaßen antworten. Y a-t-il un restaurant sur la Tour Eiffel? Ja. Und jetzt kommt das Ganze im Französischen. Achtung. Oui. Ja. Da sieht, dass ich hungrig bin. Also, beim nächsten Urlaub stehen Sie nicht mehr im Ochs vom Berg. Sie haben Ihren Übersetzer dabei. Viel Spaß damit.